Querruder versus Seitenruder versus Höhenruder. Das sind die Unterschiede dieser drei grundlegenden Steuerflächen am Flugzeug. Querruder befinden sich an den Tragflächen und ermöglichen dem Flugzeug zu rollen, also nach links oder rechts zu drehen. Seitenruder befinden sich an der vertikalen Stabilisatorfinne am Heck des Flugzeugs und sorgen dafür, dass sich das Flugzeug um die Hochachse dreht, sozusagen gierend nach links oder rechts dreht. Höhenruder befinden sich an der horizontalen Stabilisatorfinne am Heck des Flugzeugs und sind für die Einstellung in der Höhe zuständig, indem sie den Anstellwinkel des Flugzeugs ändern. Wenn man das Höhenruder nach oben zieht, steigt das Flugzeug. Drückt man das Höhenruder nach unten, dann sinkt es. Also, Querruder rollen das Flugzeug, Seitenruder gieren es und Höhenruder ändern die Höhe. Willst du mehr über das Fliegen erfahren? Dann folge uns gleich für mehr.